Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 76. So, wir sind ja hier noch an unserem kleinen, ja, eigengemachte Butze. Bewaffnung habe ich jetzt auch soweit wieder repariert. Und nimm mir mal das Ding hier mit. Wir haben ja 600 Schuss dafür. Und wir müssen mal zusehen, dass wir Fusionskerne liegen lassen. Also, die Dinger wiegen schweineviel. Und ja, wir werden die irgendwie nicht los. Des anderen, wir haben jetzt eine 25er Raider Power Armor an. Das heißt, wir haben jetzt auch endlich die Power Armor komplett. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt in der Zeit, wo wir halt ausgebaut haben und jetzt da oben die Supermutanten wieder da sind. Na gut, laden wir noch mal kurz nach hier. Wo ist Wauwi hin? Da ist er. So, auch du kriegst eine Ladung. Kugeln. Und da kommt gleich der... Ne, oh! Ich hoffe, jetzt haben wir doch, wir haben eine Krankheit abgekriegt. Wir haben eine Schatzkarte schon wieder. Okay, das war Granate. Gut, wenn hier die Hunde wieder da sind, heißt das doch, dass sie den Safe immer noch nicht aufkriegen. Dass wir jetzt erstmal gucken, was wir jetzt für eine Krankheit haben. Ein Stress. Trauma. Aktionspunkte sinken aufgrund von Wunden. Nee, nicht so geil. Nicht so geil. Gleich mal ein Heilmittel nehmen. Gleich was gegen trinken und ein leuchtendes Steak fressen. So. Und mit dem MG hier fühle ich mich eigentlich ganz schön sicher. Ich habe da auch ein besseres Magazin draufschrauben können. Das läuft doch soweit schon mal. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier die ganzen... Ja, sind sie. Holy shit! Wow, zum Glück können wir laufen. Ich will doch aufschmeißen. Warum habe ich keine Granaten mehr? Oh, oh, oh. So, lauft ihr mir nach? Dann kommt. Ich habe noch genug Munition. Oh, 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 oh. Laut nach, laut nach. Aua, aua. Und nächsten. So, kurz ausweichen. Immer schön draufhalten. Oh, ich hing fest. Aua. Au, 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 au. Sehr schön. Kurz noch was einnehmen. Oh. Oh, Granate. Ich glaube, hier drinnen sitzen wir ein bisschen fest. Okay, den hat's den Kopf zerweckt. Oh, komm schon. Aber bis jetzt sah es doch gar nicht so schlecht aus. Wir haben uns so übelst viel Munition verballert.
Aber wir kriegen ja dafür auch ordentlich Stuff hier wieder. Ne, jetzt sind wir schon überladen. Das ist natürlich logisch. Jetzt müssen wir gucken, wo die anderen sind. Natürlich hat der auch einen Raketenwerfer bei gehabt. Und ich glaube, die anderen laufen haben jetzt abgelassen. Dich haben wir noch. Dich noch. Müssen wir noch mal schauen. Hatte der auch einen Raketenwerfer bei? Dann können wir den ja wenigstens mal kurz nutzen. Und die Raketen loswerden. Aber mit Explosionswaffen bin ich wirklich nicht so gut. Voll daneben. Oh Mann. Aber der hat gesessen. Aber auch nicht wirklich gut. Ja, das hätte man auch mit jeder anderen Waffe hinkriegen können. Na gut. Aber man, gut, dass wir alles soweit schon nachgeladen haben. Nämlich kurz am liebsten die hier. So, hat sie den nächsten erwischt. Den nächsten. Ah, super Mutant Fighter, ey. Ihr seid so ekelhaft. Aber ihr gebt gut LP. So, nächster. Na, kommt. Ich zünd dich an. Na, schmeckt die Granate? So. Ja, lad nach. Jawohl. Also Kronkorken kriegen wir hier wirklich gut zusammen. Das sind die, die wir erwischt hatten. Schon vorher. Aber trotz, dass wir eigentlich so viel Munition jetzt verbraten haben, sind wir wirklich nicht wirklich leichter geworden. Na gut, jetzt haben wir einen Raketenwerfer dabei. Cryogranate, na die, auf die bin ich nicht so scharf. Haufenweise Vorschlaghammer und Impro-Pistolen. Die Plasmagranate können wir ja ausrüsten. Und dann wollen wir jetzt mal gucken. Wir nehmen wieder wie üblich alles mit. Nee, diesmal ist hier vorne niemand. Ah, Dinnertablett und Spachtel. Cranberry Marmelade. Ja, wie gesagt, wird alles mitgenommen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Die soll ja hier irgendwo sein. Ich denke mal, die wird hier irgendwo zwischen sitzen. Oh, Plastik. Plastik ist ganz gut. Davon haben wir nämlich deutlich zu wenig. Ne, ich will mich auch nicht hinsetzen. Ich will den Plastikteller. Wenn nicht, nehme ich den da. So. Einmal schön durchbubbeln hier. Ah, läuft doch. Auch noch mehr Plastik hier? Ne, ne? So, hier in der Richtung soll das irgendwo sein. Hier sollen wir unsere... ja, Mentoren treffen. Aber wo? Vielleicht auf dem Gebäude? Oder irgendwo hier zwischen? Ah, hier. Anmeldedaten der Herren Nashahat. Orden der Mysterien, let's work. Guten Morgen. Tut mir leid, dir das mitzuteilen. Tiana hat sich von ihrer letzten Mission nicht zurückgemeldet.
Olivia und ich gehen los, um das zu untersuchen. Ich habe eine Spur zu einem Radar-Spätrum. Ich möchte, dass du dir das anschaust. Standardprotokoll. Den Ort sichern, nach Anzeichen von Radar-Aktivitäten Ausschau halten und dich im Anwesen zurückmelden. Sei vorsichtig, Liebes. Ich könnte es nicht verkraften, noch jemanden zu verlieren. Okay, es sollen irgendwo Raider gewesen sein. Also bis jetzt habe ich hier nur Supermutanten gesehen, aber keine Raider. Ach, oben, oben. Kommen wir hier irgendwie hoch? Ja, hier hinten vielleicht irgendwie. Schleichen auch mittlerweile so extrem leise mit unserer Power Armor. Ah, ich höre schon wieder Rumsi, Rumsi, Rumsi. Das kann doch nur ein Supermutant sein. Der hier oben seine Position hat. Ah, ich glaube, wir müssen sogar noch weiter hoch. Ja. Okay. Nee, aber hier ist kein Supermutant. Hier sind nur Raider-Leichen. Oh. Carries Befehle. Carrie, ich habe neue Infos. Eines der Mädels wird am Donnerstag in eurer Gegend sein. Gibt Char und seinen Jungs in Big Band Bescheid. Ihr werdet Verstärkung brauchen. Überwacht Lewisburg, bereitet einen Hinterhalt vor. Findet ein gutes Scharfschützennest und unterschätzt sie bloß nicht. Wenn sie die Chance hat zu reagieren, seid ihr alle tot. Verbockt das bloß nicht. Brody. Okay. Das Scharfschützennest, das hat er ja gefunden. Aber hat es wahrscheinlich doch verbockt. So ein bisschen. Weil sonst würden hier nicht alle tot rumliegen. Haarklammernest. Ja. Da unten soll irgendwo ein Busbahnhof noch sein. Den würde ich ja gleich gerne nochmal ansehen. Mal jetzt erstmal schauen. Okay, erstatte Kryptos Bericht. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Gehen wir da gleich wieder runter. Aber erst gehen wir, denke ich mal, zum Busbahnhof. Das ist, glaube ich, am schlausten. Wollen wir das zuerst machen. Ah, schmutziges Wasser. Eine Blechkanne. Ah, noch ein bisschen Muni. Tweets Lori. Hey Lori. Es hat eine Weile gedauert, aber der Spätrupp hat in einem verlassenen Lager endlich ein paar Gasmaskenfilter gefunden. Ich deponiere sie in der Truhe auf dem Speicher. TS. Okay. Tischventilator, Bleistift. Waffenlos Wackelpuppe. Ja gut, drücken wir uns gleich. Waffenlos ist mit W. So, haben wir auch gleich den Effekt. Hier haben wir noch ein Safe. Ah, ich weiß, wir looten jetzt gerade extrem viel, aber ich kann halt auch nicht aufhören zu looten. Es ist halt einfach meine Natur. Also unsere Stashbox ist jetzt fast nur voll mit Schrott. Das haben wir jetzt schon geschafft. Auf eine Art natürlich gut, auf andere Art natürlich schlecht, weil wenn Box voll, dann passt eigentlich auch nicht mehr so allzu viel rein, ne? Aber man grabbelt hier gerne mal den ganzen Stuff. Und ich hoffe, wir kriegen auch noch die Chance, ordentlich was zu basteln. Da ist er!
Ich hab doch gemeint, ich hab dich gehört, aber... Ich war mir mal wieder nicht so sicher. So, hier vorne müsste es ja jetzt irgendwo sein. Versuchen wir da mal hinzugehen. Holy shit. Hier, Fressgranate. Ja, au. Au, 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 au. So, hier haben wir den ersten Supermutanten. Den zweiten werde ich wahrscheinlich nicht mehr wiederfinden. Ah, wo ist denn jetzt hier der Bahnhof? Na, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Der muss ja hier irgendwo sein. Heute kein Blut vergießen. Okay. So, hier in der Richtung soll der Bahnhof entdeckt. Ach, der. Ich sollte auch mal die Augen aufmachen, ganz ehrlich. Ich laufe noch außen drum rum. Nächstes Mal stelle ich mich direkt davor, wo ist er denn? Ne? Jawohl. Station Livingsborg. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier eine Rüstbank. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich nicht wiederverwerten? Aber es ging. Dauert auch ein bisschen immer. So, Militäruniform behalten wir natürlich. Aber sowas wie Raketenwerfer erstmal weg. Superhammer weg. Die ganzen Vorschlaghammer. Zerrissenes Kleid können wir auch wegpacken. Jagdgewehr. Nochmal. Impro-Pistole. Gewehre. Ah, komm. Schalt mir nochmal was fürs Impro-Gewehr frei. Nein? Schade. Okay. So, Laser-Scharfschützengewehr. Das kommt auch einmal weg. Und dann sind wir mal wieder auf, ja, guten Trieb hier. Das passt doch. Hast du mittlerweile wieder Geld? Wagen Sie sich nicht ohne die nötigen Vorräte ins Ödland. Ja, gut. Dann gucken wir jetzt mal hier, ob du jetzt irgendetwas Schönes für uns noch hast, was wir nutzen können. Decken Sie sich ein, solange Sie die Möglichkeit haben. Ja, nee, hast du leider nicht. Schaffen wir hier jetzt noch was reinzuquetschen? Na, Versteck ist voll. Wie gesagt, Waffen sind da keine drinne. Kleidung ist nur noch die restliche T51 und die T60, die ja Level 30 und Level 40 erst freigeschaltet werden. Wo wir halt auch nichts in, ja, hier, sonst habe ich hier noch die Erze reingeschmissen. Die könnte man eigentlich auch rausnehmen, aber das bringt halt auch nicht allzu viel. So, dann haben wir hier haufenweise Schießpulver, was ich momentan nicht verarbeiten kann, weil ich nicht genug Blei... Okay, Aufnahme läuft. Nein, gut. Aufnahme... Dann können wir nämlich festhalten, dass ich diese Idee für gottverdammten Irrsinn halte. Ja, mit Tuts Lobby, machen wir hier nochmal. Ich bin auch nicht gerade begeistert, Leute an einen giftigen Ort zu schicken. Aber es gibt dort ganze Städte, um die wir uns noch nicht gekümmert haben. Welch, Beckley, Bramwell. Bramwell? Also bitte... Glaubst du wirklich, dass die Hornwrights oder Garahans nicht sofort auf irgendeine Privat- Kann ich mal kurz ein anderes Solo-Camp? So, schon besser. Ich denke mal, das wäre jetzt nicht toll, wenn wir jetzt hier ständig ein und dasselbe wären. Ja, wie gesagt, das Problem ist, unsere Box ist voll. Ich kann nichts mehr loswerden. Stimmzähler aktivieren. Okay. Überall haben wir hier diese Wahldinger. Mal sehen, ob die zu irgendeiner Quest gehören. Handscanner. Ja gut, aber wir haben jetzt wenigstens wieder ein bisschen frei, dass wir laufen können.
Das hat er schon mal was. Und hier oben können wir eigentlich Supermutanten zum Leveln gut mal abfahren. So zwischendrin. Zur Not. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und wir müssten auch unbedingt mal die Quest für so ein Baggerplakat finden. Es gibt ja so eine extra Ausrüstung, also Power Armor in dem Fall, die halt Traglast macht. Und dafür müssten wir dann halt nur irgendwo so ein Plakat gefunden haben. Das habe ich ja schon mit einem Versuchsturtle gefunden. Ich wüsste auch, wo wir sonst hin müssten zur Not. Wir sind ja hier schon in der Nähe. Laufe ich jetzt überhaupt richtig? Warum laufen wir eigentlich? Wir können doch Schnellreise uns gönnen. Also ganz ehrlich. Die 400 Meter jetzt da noch zurückzulegen. Wir sind doch jetzt momentan nicht überladen. Das macht ja jetzt eigentlich auch keinen Sinn. Nee, aber wie gesagt, mit der Bagger Power Armor, die müssen wir uns halt definitiv zulegen. Oder sollten wir uns zulegen. Ab Level 25 ist die, glaube ich. Die soll auch nochmal ordentlich Ressourcen kosten. Wir haben auch eigentlich gut Schrott rumliegen. Also ich habe mit dem Versuchsturtle eher momentan das Problem, dass ich da den Schrott nicht so zusammenkriege. Aber hier dürfte es eigentlich ganz gut gehen. Ah ja, nochmal ein paar Kopfschüsse verteilen. Dann klappt das auch. Mit dem... Oh, Mist. Erwischt. Mit dem Nachbarn. So, hier nochmal alle Munition mitnehmen. Gehen wir jetzt nochmal kurz hier rüber, holen uns hier noch auch noch unsere Beute ab. Wir können ja eigentlich auch hier durch. Ist ja eigentlich wurscht. Ist ja vollkommen wurscht. Bin hier jetzt mal gespannt, wenn wir jetzt Bescheid sagen, was jetzt Phase ist. Jetzt sind ja hier natürlich wieder alle da. Aber wir kommen ja jetzt gerade von der Seite hier. Das dürfte vielleicht hinhauen. Ah? Von wo kam das, hä? So, kurz nachladen. Ah, jetzt sind wir wieder überladen. Erwischt. Erwischt. Ja, lasst mich kurz nachladen. Danke. Jetzt könnt ihr weiterkommen. Jetzt will der mich verpopeln, oder was? So, das hast du davon. Nee, hier ist ja gar keiner mehr. Hat dich hier doch alle erwischt. War das eine Laserpistole? Habe ich das richtig gelesen? Ja gut, können wir hier mal ein bisschen Laser verschießen? Warum auch nicht? So, eigentlich wollten wir ja zu den Mysterien wieder hin. Ich hoffe halt, dass die uns nicht folgen können. So. Irgendwann reicht's halt auch. So, jetzt müssen wir ja hier gleich das Tuch wieder ansetzen. Weil das ja durch die Power Armor nicht geht. Das heißt, Helm einmal abrüsten. Geht das schon? Nein. Jetzt erst. Weil sonst kommen wir ja hier gar nicht rein. So, wir dürfen rein und... Hallo. Willkommen, Anwärterin. Dankeschön. Ah, nee. Dankeschön. So, Anmeldung Herrin Natascha Hatz. Ja. Missionsberichte über Cyportos. Missionsberichte?
Das automatische Missionsberichtssystem befindet sich noch in der Entwicklung. Im Handbuch finden Sie Anweisungen, an dem Missionsberichte geliefert werden sollen. Okay. Missionsauswahl. Aus Sicherheitsgründen ist Anwärter nicht gestattet, in diesem System Missionen anzunehmen, wenn Ihre Mentorin glaubt. Ja, das hatten wir auch schon. Datenbank. Administrative Maßnahmen. Zugang autorisieren. Das Orden Mysterium über Cytos. Ihr wollt mehr über unsere kleinen Systeme hier erfahren? Kryptos ist ein Original-Robco-Zentralrechner. Eine Spezialanfertigung für ein streng geheimes DIA-Projekt der Vorkriegszeit. Die Regierung hat den Vertrag gekündigt und einer meiner Kumpel bot mir den Rechner an. Ich brauche etwas für Shanors neuen Trainingsraum. Die Halle der Prüfung. Und bei den Schnäppchen konnte ich nicht widerstehen. Wenn ihr Fragen habt, gerne. Ich freue mich immer. Frederick. Ja, Anwärterin der Mysterien. Wir sollen ihnen doch jetzt Bescheid geben. Aber das habe ich bis jetzt nicht gefunden. Bin ich jetzt einfach nur blind oder muss ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr wagen hier? Anmeldung unbekannter Nutzer. Muss ich mich vielleicht jetzt mich reinhacken hier? Missionsberichte. Nee. Datenbank abfragen. Okay, machen wir mal Herren Natascha hört. Administrationsmaßnahmen. Das ist das Einzige, was wir neu haben. Als Mentorin registrieren. Bitte wählen Sie noch eine zugewiesene Anwärterin aus. Okay. Beförderung autorisieren. Beförderung autorisierten Novizen der Mysterien. Wählen Sie Benutzerinnen aus, die befördert werden. Ah, hier. Unbekannter Benutzer. Okay. Bitte wählen Sie die ausgewählte Benutzerin, sich anzumelden und Beförderung zu bestätigen. Okay. Melde dich an, um Beförderung zu erhalten. Okay. So, einmal wieder ganz zurück. Jetzt müssen wir uns anmelden. Oh, ist das schwer hier. Ausgabe von Novizenrang Holoband abgeschlossen. Bitte hör dir die Nachricht der Oberen an. Fortfahren. Okay, ist ein bisschen kompliziert gemacht hier, aber wir haben es hingekriegt. Plasma-Kartusche bekommen. Oh. Novizen der Mysterien. Jetzt geht's ja langsam weiter hier. Beherrsche die Werkzeuge der Herren der Mysterien. Okay. Hole Gewand der Mysterien aus Hersteller. Hör dir das Novizen-Holoband an. So, Novize. Herzlichen Glückwunsch, Liebes. Tut mir leid, dass ich heute nicht bei dir sein kann, aber die anderen Mädchen können bestimmt deine Schwüre mit dir durchgehen. In letzter Zeit war es ziemlich schwierig für uns. In 8 Jahren hatten wir nur ein Mitglied unserer Familie verloren. In den letzten 3 Monaten waren es 7. Alle durch Raider-Hinterhalte. Ich habe Eve gebeten, unser Trainingsprogramm zu beschleunigen. Falls es zum Schlimmsten kommt, müssen alle bereit sein. Um ein Vollmitglied des Ordens zu werden, musst du die Werkzeuge der Herren der Mysterien beherrschen. Schwert, Schüsse und Schatten. Arbeite mit Eve und deiner Mentorin. Wenn die Zeit gekommen ist, dich zu beweisen, hat Kryptos alle Einzelheiten. Okay, aber ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal einen Cut. Dann kann ich hier noch in Ruhe aufräumen und ein bisschen basteln. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.